Ja. Arnold, erzähl bitte, was du heute vorhast und was du in der Vergangenheit gemacht hast. Ich starte heute eine Protestaktion. Ich laufe nach Berlin. Startzeit ist 5:05, symbolisch. Und der Grund ist der, dass ich darüber empört bin, dass ein Gesundheitsminister Spahn ernannt worden ist, dem ich absolut nicht zutraue, dass er die Pflegesituation verbessern wird. Und ich gehe aus Liebe zu meinem Sohn und aus Angst, aus Sorge um seine Zukunft, gehe ich nach Berlin und versuche auf dem Weg dorthin ganz viele Menschen zu erreichen, aufzurütteln, ihnen zu sagen, dass Pflege alle angeht, auch die, die heute nicht pflegen, das sind die Pflegenden von morgen und wir sind alle Betroffene. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass so viele Menschen wie möglich an dieser Aktion teilnehmen. Das geht von der Altenpflegerin über die Krankenschwester, über den Arzt, über pflegende Angehörige. Und ich bemühe mich, und ich bemühe mich, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Auf dem Plakat steht, Herr Spahn, wir müssen reden. Was wollen Sie ihm sagen? Ich habe ihm einen offenen Brief geschickt, in dem ich ihm gesagt habe, dass ich ihn für einen extrem empathielosen Politiker halte und dass mein Sohn irgendwann mal auch alt sein wird, dann ist er alt und behindert. Und da möchte ich ihm, meinen Sohn, nicht anvertrauen. Und deswegen habe ich mich bei ihm zum Kaffee eingeladen. Ich komme mal auf einen Kaffee vorbei. Wir müssen reden. Kommt Nico mit? Nico kommt mit. Der kommt aber nicht die ganze Wanderung mit. Der ist heute beim Start dabei, auf dem Weg nach Bergedorf. Und er ist in Berlin wieder dabei. Wir treffen uns am Brandenburger Tor. Wir treffen am 6.4. in Berlin ein, gehen dann zum Brandenburger Tor und hoffen, dass da um 15 Uhr eine kleine Kundgebung ist, eine kleine Versammlung ist. Das gleiche gilt am Samstag, da treffen wir uns auch nochmal vor dem Brandenburger Tor, auch wiederum 15 Uhr. Sehr schön. Und alle Menschen sind eingeladen, weil alle Menschen Betroffene sind. Also ich bin nicht so naiv, dass ich denke, erstens bei Herrn Spahn tatsächlich zum Kaffee eingeladen zu werden. Aber es könnte natürlich unter Umständen sein. Aber das wäre größenwahnsinnig von mir, wenn ich mir einbilden würde, Herr Spahn würde seine Meinung ändern, weil ich bei ihm zum Kaffee bin oder weil ich über Nico erzähle. Das wäre größenwahnsinnig, das wäre völlig absurd. Natürlich habe ich Forderungen, aber die Hauptforderung überlasse ich eigentlich den Experten. Ich möchte aufrütteln, ich möchte was bewegen. Und wenn sich was bewegt, dann sind kluge Köpfe gefragt, die mit viel Verhandlungsgeschick die Pflegesituation entsprechend zu unseren Gunsten ändern. Das sind zwei Säulen. Einmal der emotionale Vater, der aus Protest diesen Weg beschreitet. Und dann eben Experten, die mit Sachverstand und mit dem nötigen Abstand das Ganze dann in trockene Tücher bringen. Natürlich gibt es auch von mir aus Forderungen. Das fängt an mit Hartz IV für pflegende Angehörige zum Beispiel. Pflegende Angehörige machen eine tolle Arbeit, teilweise rund um die Uhr und sind nicht arbeitslos. Sie arbeiten und zwar ganz heftig und zwar auch volkswirtschaftlich wertvoll. Die ersparen der Allgemeinheit den teuren Heimplatz. So, und dafür werden sie mit 4,27 € pro Tag zum Leben abgespeist. Ne? Und das geht einfach nicht. Weitere Forderungen sind natürlich, das Personal besser auszustatten, auch den Menschen in den Pflegeheimen, dem Personal, den Krankenschwestern mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Das ist ja auch ein Stück Wertschätzung. Kann nicht sein, wenn ich mein Auto in die Werkstatt gebe, dass der Monteur mehr Geld bekommt als die Altenpflegerin, der ich meine Oma anvertraue. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Und anders wäre es auch gar nicht möglich, genügend Personal zusammenzubekommen. Ich weiß nicht, wo Sie die 100.000 Pflegekräfte hernehmen wollen, aus dem Hut zaubern und dann auch noch schlecht bezahlen. Also das sind so die Hauptforderungen dann auch. Ne? Die 4,27 €, könnte das noch mal erläutern, was ich über Hartz IV setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen. Einmal wird die Miete oder zumindest der Mietanteil wird übernommen. Sachen wie Strom, Wasser und so weiter. Und dann bleiben 4,27 € übrig für den Lebensbedarf, also für Essen. So, und das ist ein bisschen knapp. Und ich habe Herrn Spahn auch geschrieben, ich stelle ihm gerne einen Praktikumsplatz zur Verfügung. Ich überlasse für einen Tag meinen Sohn. Windeln und feuchte Tücher und Gummihandschuhe sind im Lieferumfang mit enthalten. Und dann kann er mal einen Tag meinen Sohn betreuen. Kann auch mit ihm essen gehen, aber er muss darauf achten, dass diese 4,27 € nicht überschritten werden. Das ist sein Standard, das ist er gewohnt.
Wir werden nicht vergessen, wir werden einfach ignoriert. Und die Arbeit der pflegenden Angehörigen, ich bin nicht alleine, es sind Millionen, die ihre Angehörigen pflegen, die werden schlicht und einfach ignoriert und es wird nicht wertgeschätzt. Und Hartz IV ist eben ein Stück Verelendung. Die Leute geraten auch in Einsamkeit und von daher pflegende Angehörige. Ich halte Hartz IV ohnehin für ein Verelendungsprogramm. Aber und ich finde auch, Arbeitsloser, Langzeitarbeitsloser darf nicht damit abgespeist werden, das ist einfach unwürdig. Aber pflegende Angehörige, das ist eben mein Gebiet und die gehören auf keinen Fall in Hartz IV. Die sind nicht arbeitslos, die machen einen tollen Job. Ich habe einen Verein gegründet, Nikos Farm. Das ist ein Wohnprojekt für Eltern mit behinderten Kindern. Nico müsste ich irgendwann in einem Pflegeheim abgeben. Und das ist eine Sorge, die mich mit allen Menschen fährt. Hallo. Hallo. Darf ich mal kurz stören? Bitte. Sind Sie hier der Leiter von der Versammlung? Nein. Gibt es hier einen Leiter? Nein. Und ist die angemeldet, die Versammlung? Nein. Das ist ja auch keine Versammlung, das ist eine Verabschiedung. Um 11 Uhr. Gut, dann würde ich Sie aber bitten, das Plakat einzurollen. Das müssen Sie denen, das müssen Sie den Leuten sagen. Ich habe mit denen nichts zu tun. Sondern? Ich laufe gleich nach Berlin und werde hier verabschiedet. Ja. Und das ist hier eine Veranstaltung gegen Pflegenotstand. Mhm. Und ich bin auch gleich weg. 5:12 Uhr haue ich ab und dann löse ich das hier so auf. Okay. Ja? Ja, aber so geht es trotzdem nicht. Ne? Also das ist aber nicht der Ernst hier zur Verabschiedung eines Vaters, der mit seinem behinderten Sohn nach Berlin laufen will. Dann machen Sie hier so einen Aufstand. Ja, wir haben gerade ein bisschen Probleme mit der Polizei. Das sind ja. Ja, ich kommentiere das mal nicht. Ja, das ist ein kleiner Abenteurer vor dem Herrn. Ja. Sonst könnte ich das auch nicht machen. Ja, das ist extra für ihn. Ja, ja. Wir sind ja schon öfter unterwegs gewesen und. Ja, aber dann. Dann aber im Sommer, wenn das Wetter schön war. Und deswegen kommt er heute auf dieser Tour nicht mit, bis nach Berlin mit, weil es zu kalt für ihn ist. Ja. Ne? Denn er muss auch immer zwischendurch immer versorgt werden, er muss gewindelt werden und er muss was zu essen haben. Und das über. Ja, eben. Jetzt habe ich gedacht, dass wir auf dem Weg ihm schon mal so ein Täschchen mitgeben und da habe ich so Zettelchen und jeder schreibt mal so eine Nachricht für Herrn Spahn mit drauf. Ups. Und dann hat er schon mal so ein bisschen aus dem Volkes Stimme, dass man weiß, was hier eigentlich, wo der Schuh drückt sozusagen, von ganz verschiedenen Leuten. Und das Wichtige ist ja wirklich, also Arnold ist ja nur ein Vater eines schwerstbehinderten Kindes, aber uns geht es ja darum, wirklich die gesamte Pflegesituation im Auge zu haben, deshalb Spahn. Ne? Und es geht nicht nur um Väter von schwerstbehinderten Kindern, sondern eben um alle möglichen. Also es ist ein gesellschaftlich für alle, für die Gesamtbevölkerung drückendes Problem. Und deshalb bin ich auch der Überzeugung, und das sind viele, das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, da muss mehr Geld ins System, anders geht es gar nicht. Und das ist die Forderung der des Pflegepersonals, dass die natürlich sagen, wir brauchen mehr Stellen und besser Bezahlung, ist ganz klar. Aber auch die pflegenden Angehörigen. Ich meine, es geht doch nicht, dass die in Armut rutschen, nur weil sie so rund um die Uhr pflegen. Das kann doch unsere Gesellschaft nicht ernsthaft so meinen. Ne? Also, und da muss doch ein Gesundheitsminister mal vielleicht mit uns drüber reden, was er für Vorstellungen hat. Naja, und wir als Vertretung der pflegenden Angehörigen setzen uns immer dafür ein, dass dieses Pflegesystem, diese Pflegediskussion nicht nur um die Pflegeberufe geht, sondern dass das einfach breiter ist. Ne? Wir sind als pflegende Angehörige die größte Gruppe, das weiß inzwischen jeder. Und wir merken es jetzt auch schon in den Krankenhäusern, in Pflegeheimen, dass selbst da die pflegenden Angehörigen mitarbeiten müssen. Ne? Also es heißt immer pflegende Angehörige zu Hause, aber das ist heute nicht mehr die Realität. Schon im Krankenhaus, das kann Arnold Schnittger wunderbar erzählen von seiner Erfahrung, müssen wir pflegenden Angehörigen schon mit einspringen. Ne? Das kann doch nicht wahr sein. Und wenn man die internationale Perspektive mal betrachtet, das wissen inzwischen auch viele, wenn man nach Skandinavien guckt, da läuft das ein bisschen anders. Da geht, ich glaube, das dreifache Geld
wie vergleichbar zu Deutschland in die Pflege rein. Ne? Also das ist, heißt ein ganz anderer staatlicher Einsatz. Es wird einfach erwartet, es wird vorausgesetzt, dass Familie da ist und steht auch sogar im Grundgesetz, gibt es irgendwie so einen Paragraphen noch, der eben sagt, die Familie ist primär zuständig und so. Und wenn sie es nicht groß thematisieren, wird es auch nicht aufgegriffen. Ne? Also dieses Thema berufliche Pflege ist jetzt, da wird ganz, ganz viel drüber gesprochen. Aber ich, wie gesagt, ich war auf dem Deutschen Pflegetag und das war nicht der Deutsche Pflegeberufetag, sondern der Deutsche Pflegetag. Und da wurde kaum über die pflegenden Angehörigen gesprochen. Wir versuchen das nächstes Jahr anders zu machen, indem wir da ganz stark uns verbünden. Und ich denke, da haben wir auch eine gute Chance. Aber die pflegenden Angehörigen fallen immer hinten runter. Das wird als selbstverständlich angenommen. Ist kein Thema, weil es wäre wahnsinnig teuer, wenn man das mal ernst nehmen würde. Dieses geringe Pflegegeld, was man bekommt. Und dafür rund um die Uhr. Also ich habe Arnolds Sohn vor 2 Tagen mal für ein Stündchen übernommen. Ich war aber fix und fertig. Und das macht der rund um die Uhr. Also wirklich. Und die Angehörigen sind quasi eine kostenlose Ressource, die jetzt verstärkt in Anspruch nehmen. Ja. Das ist natürlich, je größer der Druck wird in der beruflichen Pflege, desto mehr geht das auch nochmal auf die Schultern der pflegenden Angehörigen. Ne? Die müssen überall einspringen. Die tun es natürlich auch aus Liebe zu ihrer Familie. Ne? Die werden da nicht sagen, so mache ich nicht oder so. Das sind die wenigsten, die da das machen, sondern man geht dann bis zum eigenen Burnout als pflegender Angehöriger, geht man da an die Sache. Das ist eine Selbsthilfeorganisation, ein Bundesverein für pflegende Angehörige. Und wir wollen jetzt eben in Hamburg, weil wir auch denken, dass man lokal ganz viel mehr machen muss, einen Landesverein gründen. Da sind wir gerade auf dem Weg. Und wir haben ein paar Schwerpunkte, das ist vor allem die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, weil natürlich viele pflegende Angehörige den Beruf aufgeben. Das führt dann für viele zur Armut. Dann haben wir eben ganz gerade auch neu entdeckt das Thema Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, die schon mit pflegen. Und das ist ein Thema, was in Deutschland noch ganz, ganz unten ist, noch ganz wenig drüber gesprochen wird. Die Familien, ich sage immer so, die Familien in Deutschland, die sagen, da wollen wir nicht drüber sprechen, das soll keiner sehen. In England kommen die Young Carers und sagen, I'm a carer. Und da gibt es Rechte und Gesetze und Veranstaltungen, Festivals für Young Carers, weil die so eine tolle Aufgaben machen, aber auch tolle Unterstützung kriegen. Und hier wird das versteckt. Das wird mal eben so mitgemacht. Also der Druck ist so groß, dass es bis zu den Kindern geht, die mithelfen. Ne? Ja, es ist die größte Gruppe. Ne? Es ist 3/4 der Pflege sozusagen wird von Angehörigen übernommen. Und ja, und die kriegen dann so ein paar Euro. Und das Wichtige ist eben, dass ich meine, ich bin jetzt in diesem Verein für pflegende Angehörige, aber letztendlich ist jeder von uns irgendwann mit der Pflege konfrontiert im Leben. Irgendwann in seinem Leben ist man hilfsbedürftig, pflegebedürftig oder muss sich die Frage stellen, kümmere ich mich um meinen Pflegebedürftigen? Das heißt, das Thema ist ein gesellschaftlich dermaßen relevantes und muss einen ganz anderen Stellenwert kriegen, auch finanziell.